Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar soll das Ganze hier ein Infovideo werden. Und tut mir leid, ich kann nicht so laut sprechen, weil ich bin ein bisschen erkältet an meinen Stimmbändern. Und deswegen kann ich nicht so laut reden. Also es tut mir leid. Ich hoffe, ihr könnt alles gut verstehen. Ja, also. Das erste, was ich ansprechen möchte, ist das baldige Reading Together mit Erik von Two Heads. Und zwar werden wir ja gemeinsam Wie Monde so silbern lesen. Und ich freue mich schon mega, mega, mega doll drauf. Wir werden am 4. Februar anfangen, es zu lesen. Und ich bin schon mega gespannt auf dieses Buch. Wir werden uns, denke ich mal, Zeit lassen, damit es zu lesen, weil wir jeder noch andere Dinge zu tun haben und wir wollen uns damit nicht stressen. Ja, und ich habe gerade noch mit ihm gesprochen und zwar eröffnet er jetzt eine Goodreads-Gruppe für alle unsere Projekte sozusagen, damit ihr daran teilnehmen könnt, sage ich jetzt mal. Also falls irgendjemand von euch noch dieses Buch lesen möchte und in dieser Zeitspanne jetzt lesen möchte, dann könnt ihr gerne uns in der Goodreads-Gruppe schreiben, wie weit ihr seid und wie es euch gefällt und ja, und uns fragen, wie es uns gerade gefällt. Und wir werden auch dazwischen, je nachdem wie lange wir brauchen, immer mal wieder Video-Updates machen, die wir euch dann selbstverständlich hochladen werden und euch nicht vorenthalten werden. Und also am 4. Februar fangen wir mit diesem guten Stück an und ihr könnt natürlich alle mitlesen und ja. Das war das erste, worüber ich reden wollte. Und das nächste, worüber ich reden möchte, ist, dass wir zu Karneval einen Lesemarathon veranstalten. Und zwar wird der vom 14. Februar bis zum 21. Februar gehen. Das heißt, in dieser Woche, von Samstag bis Samstag wieder, werden wir wieder lesen und wieder Updates drehen und wieder hochladen. Es sind ja jetzt noch nicht alle Updates von mir oben, aber von den Jungs sind schon alle drauf. Und dieses Mal werden nur Erik und ich das machen. Der geht von Samstag bis Samstag. Natürlich könnt ihr auch da wieder gerne, gerne, gerne zahlreich mitmachen. Ich bin am Überlegen, ob ich vielleicht eine Facebook-Gruppe dazu machen werde, also eine Veranstaltung. Da könnt ihr dann natürlich auch teilnehmen. Falls ich das machen werde, werde ich euch das entweder hier verlinken oder in der Infobox. Ich werde euch natürlich auch die Goodreads-Gruppe in der Infobox verlinken. Und Karnevals-Lesemarathon-Dings, da werden wir vermutlich Wie Monde so silbern erstmal fertig lesen. Und dann haben wir noch überlegt, den dritten Teil von der Bestimmung zu lesen. Weil ich glaube, wenn ich das alleine lesen muss, dann werde ich das nie lesen. Genauso wie die Bestimmung, also das Ende von Bestimmung 2. Das werde ich mir jetzt vornehmen und ich hoffe, dass ich das jetzt noch schaffe, damit ich da dann den dritten Teil lesen kann. Weil ich glaube, wenn ich den alleine lesen muss, dann wird das nichts. Und jetzt bin ich froh, dass ich jemanden habe, mit dem ich das lesen kann. Und der mich dazu aufbaut, es zu lesen. Und ich hoffe, ich spring's darüber, weil da liegt es. Und ich hoffe, dass das irgendwie was wird. Ja, mal sehen. Also, soweit ich weiß, habe ich jetzt nicht mehr groß was zu sagen. Also ich habe das mit dem, wann wir Wie Monde so silbern lesen, habe ich gesagt. Dass wir immer wieder Updates dazwischen machen, habe ich gesagt. Dass wir eine Goodreads-Gruppe jetzt machen, also Erik. Dass ich vielleicht eine Facebook-Veranstaltung zur Karneval-Lesemarathon mache.
Und ja, ich denke, das war's eigentlich. Also wir werden auch bei dem Lesemarathon-Updates drehen. Allerdings werden die nicht täglich kommen, sondern immer mal wieder mit Zeitabständen, da wir sehr, sehr viel Stress haben. Und ich habe aber in dieser Woche Ferien. Das heißt, ich kann das locker schneiden und alles Mögliche. Ich habe das jetzt mit den vorigen Lesemarathon-Videos, habe ich es einfach nicht geschafft, so schnell das zu schneiden und hochzuladen. Und ja, deshalb werden wir uns damit auch Zeit lassen. Wir werden nur alle 2 bis 3 Tage Videos hochladen. Aber es kommen wieder 8 Stück, denke ich. Also 8 Videos, wo wir beide eben unsere Updates geben, so wie vorher auch. Und ja, das war's eigentlich, was ich sagen wollte. Ich denke, mir fällt gerade nichts mehr ein. Also, join us in der Goodreads-Gruppe und vielleicht auch auf der Facebook-Veranstaltung. Das weiß ich noch nicht, aber mal gucken. Da werde ich mich mit Erik nochmal absprechen. Und ja, so, das war's eigentlich von mir für dieses Video. Und ich hoffe, ihr nehmt alle zahlreich teil und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.